Herzlich willkommen zu einem weiteren Technik-Tutorial-Video. Heute schauen wir uns das Äquivalent zum Klimmzug an, und zwar den Latzug bzw. die Latzugmaschine. Primär ist es natürlich so, dass beim Latziehen primär der Latissimus, aber auch der Teres Major und Teres Minor trainiert wird, welcher außerhalb oben vom am Latissimus mit ansetzt. Wenn du jetzt genau gucken möchtest, welche Variante für den Teres Major und Minor als auch für den Latissimus besser ist, dann gibt es einmal verschiedene Griffe. Und auf welche es ankommt, bzw. welche du für dich nutzen solltest, das gucken wir uns jetzt mal an. Wichtig ist bei der Startposition erstmal, dass wir die Sitzposition erstmal so einstellen für uns, dass wir zum einen das Gewicht, das ist von Grund auf abhebt, das heißt, dass die Range of Motion nicht frühzeitig endet, indem der Gewichtsblock wieder kommt, als auch natürlich hier, dass du hier gut stabil sitzt, auch am besten in einem Winkel von dem Schienbein zum Hüftwinkel, also dass quasi der Winkel zwischen Schienbein, also zwischen Unterschenkel und Oberschenkel ca. 90 Grad beträgt. Wenn man jetzt in dieser Position ist, dann gibt es zwei Varianten, wie du quasi die Bewegung starten kannst. Einmal quasi mit dem normalen Griff, leicht über Schulterbreiten Griff, primär für den Latissimus. Den ist jetzt für Simon gewählt, circa in dieser Position hier. Starte mal in dieser Position. Simon zieht sich runter in dieser Position und guckt jetzt, dass der Ellbogen nach unten geführt wird. Wichtig, die Bewegung wird immer initiiert mit dem Schulterblatt. Das heißt, wir wollen so wenig wie möglich über die Arme ziehen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass das Schulterblatt gesenkt wird, die Brust gehoben wird und die Stange circa auf Höhe der oberen Brust quasi runtergezogen wird. Wichtig ist, was wir nicht machen wollen, was man häufig sieht, ist, dass man sich extrem nach hinten lehnt, genau extrem nach hinten lehnt und jetzt irgendwie nach unten zieht. Was dann passiert ist, der Ellbogen geht logischerweise nach hinten. Wir haben sehr viel Trapezrhomboideen, also quasi die Muskeln, die für die Rückentiefe vor allem beansprucht sind. Ist natürlich aber nicht Sinn der Sache, dass man Latzug so ausführt, weil da gibt es andere Rudervarianten, die besser sind quasi für die Rückendichte. Wenn man jetzt in dieser Position guckt, ist es wie gesagt wichtig, dass die Griffposition so weit ist, dass die Unterarme nahezu senkrecht zum Boden sind. Bei Simon ergreift ein bisschen enger, aber in dieser Position auch für ihn eine super Variante, um den Latissimus gut zu treffen. Wichtig ist, Simon bleibt schön aufrecht. Man muss ganz klar sagen, das Latzug-Setup hier ist nicht 100% optimal. Man kann einfach das Sitzpad nicht verstellen. Simon würde im liebsten Fall am besten das noch ein bisschen runterstellen, um da einfach noch ein bisschen mehr Range zu haben und noch mehr vertikal von oben ziehen zu können. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass du Punkt 1, wie gesagt, die Bewegung über die Schulterblätter nach unten initiierst, wenig über die Arme bewegst und dann quasi schön runterziehst auf circa Kinnhöhe. Genau, in diesem Punkt. Der nächste Punkt, wenn man jetzt beispielsweise sich das breite Latzchen angreift, also wenn Simon quasi jetzt breiter greifen würde, das wäre bei Simon circa, da sieht man schon nochmal mindestens eine Handbreite weiter pro Seite. Wenn jetzt in dieser Position nach unten gezogen wird, dann ist es so, dass die Ellbogen nicht mehr groß nach vorne wandern, sondern etwas breiter nach außen. Was dann passiert ist, prinzipiell hat sich das Setup wenig verändert. Simon startet die Bewegung immer noch über Initiierung des Schulterblatts, immer noch wenig über die Arme und viel aufrecht. Das heißt, er zieht trotzdem noch vor dem Körper runter. Was sich aber ändert, ist, dass die Ellbogenposition leicht nach außen geht und da ja primär der Teres Major und Teres Minor neben dem Latissimus noch beansprucht wird, was einmal dafür sorgt, logischerweise, dass sie dir im oberen Rückenbereich quasi noch ein bisschen mehr Struktur von dem Teres Major und Teres Minor ermöglicht. Beide Varianten haben ihre Berechtigung, muss man ganz klar sagen. Du solltest bloß gucken, welche Varianten du für dich am sinnvollsten erachtest. Denn, wie gesagt, in jedem Plan passen beide quasi rein. Man muss es bloß gut strukturiert machen, ob du jetzt mehr den Teres Major oder Minor treffen möchtest oder mehr den Latissimus. Achte einfach darauf, dass du die Griffposition je nach Ziel für dich anpasst. Als Cue für dich noch, um quasi noch mehr oder beziehungsweise noch weniger über die Arme zu ziehen und mehr über den Latissimus, nutze die Hände mehr als Haken. Das heißt, bring nicht extrem viel Spannung auf deine Unterarme, sondern nutze die Arme nur als Verlängerung und führe die Bewegung aus, primär indem du den Ellbogen nach unten ziehst, als kleiner Cue für dich noch. Das sind im Endeffekt schon die wichtigsten Dinge, auf die es ankommt, wenn du den Latzug optimal für den Latissimus oder auch für Teres Major und Minor ausführen möchtest. Bei speziellen Fragen dazu, schreib uns gerne einen Kommentar. Ansonsten lass uns ein Like und ein Abo da und sei beim nächsten Video wieder am Start. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.